Haltung. Er praktiziert förmlich die Umverteilung von oben nach unten, ohne dass er überhaupt ein reicher Mann ist. Aber für ihn reicht es schon, um permanent von oben. Wenn der am jüngsten Tag vorm Gericht steht und die rechnen ab, da werden die feststellen, der Mann hat wesentlich mehr verschenkt, als für sich behalten, sein ganzes Leben lang. Uneitelt, nicht, also nicht groß in eine Fernsehsendung gehen, sich da hinsetzen, Mats Tönesbuck und dann publikumswirksam vor ein paar Millionen Geld vergeben. Nein, wo er geht und steht, der hat aber wirklich in üblen Kaschemmen gespielt, macht er manchmal heute noch. Warum, weiß kein Mensch. Ja. Der lässt sich überreden, wenn es nach seinem Kalender ginge, wo er schon zugesagt hat zu spielen, hätte das Jahr 600 Tage. Ja. Und dann geht er dahin und spielt und dann sieht er den armseligen Zustand eines solchen Theaters und schenkt denen anschließend die Gage, damit sie sich Licht besorgen können und damit seine Kollegen, die hinterher kommen, dass man damit noch Männchen von Weibchen unterscheiden kann. Nicht? So, das, und uneitel, einfach so, völlig uneitel, der Mann. Nicht? Übrigens, da muss man relativieren, nicht? Seine Frau Renate sagt immer, dieses Uneitle, das wäre seine größte schauspielerische Leistung. In Wirklichkeit sei er sehr wohl äußerst eitel, sagt sie, er könne auch, wenn er gute Laune hat, manchen Leuten mitten ins Gesicht lügen. Aus purem Vergnügen heraus. Nicht? Und wenn er erstmal richtig in Fahrt käme, dann könnte er auf der Bühne eine Rampensau von Gottes Gnaden geben. Nicht? Aber allen, die auf der Bühne mit ihm stehen, hören und sehen vergeht. Nicht? Gehört aber nicht hierher. So, ja, wo waren wir? Genau, wir waren bei Stefan Hessel, meine Damen und Herren. Nochmal den letzten Satz von Empört euch. Wir rufen auf zum Widerstand gegen Massenkommunikationsmittel, die unserer Jugend keine andere Perspektive bieten als Massenkonsum, Verachtung der Schwächsten, Verachtung der Kultur, allgemeinen Gedächtnisschwund und maßlose Konkurrenz aller gegen alle. Dafür steht auch Dieter Hillebrand. Man könnte jetzt einwenden, dass Stefan Hessel mit 93 Jahren noch älter ist als Hillebrand. Und dass er und seinesgleichen die allerletzten alten Mohikaner auf einem längst verwachsenen Kriegspfad des vergangenen Jahrhunderts sind. Das ist aber nicht der Fall, meine Damen und Herren. Zum einen ist das Pamphlet Empört euch erst letzten Oktober erschienen. Es sind binnen kürzester Zeit allein in Frankreich über 1 Million Exemplare verkauft. Und nun schon ist das kleine Pamphlet in über 20 Sprachen übersetzt worden, obwohl es noch kein halbes Jahr alt ist. Zorn und Empörung sind unerwartet aktuell geworden, meine Damen und Herren. Und falls Sie es noch nicht mitbekommen haben, Tage des Zorns gibt es nicht nur in Nordafrika, sondern seit gestern auch auf dem Tahrirplatz in Madrid. Spanische Jugendliche, deren Arbeitslosenquote mittlerweile bei 45% gelandet ist, haben aus Aussichtslosigkeit, Zorn und Empörung einen großen Platz in Madrid zu ihrem spanischen Tahrirplatz ernannt und wollen dort nicht mehr weichen, bis etwas Substanzielles für sie geschehen ist. Sie sehen also, nicht, dass diese von mir skizzierte Haltung ist nicht für alte Männer. Bei weitem nicht, Gott sei Dank. Und zum anderen noch anderes Argument. Vor ein paar Wochen hat einer der reichsten Männer der Welt, Warren Buffett, auf der Top 10 der Reichsten mit 45 Milliarden auf Platz 3, der hat vor ein paar Wochen nach der Frage nach der zentralen Konfliktlage unserer Tage gut gelaunt geantwortet, na, natürlich leben wir mitten im Klassenkampf. Es ist der Kampf Arm gegen Reich. Und meine Klasse, die Klasse der Reichen, gewinnt gerade. So, Hillebrands Waffe in diesem Kampf, den er führen wird, meine Damen und Herren, wer weiß wie lang. Seine Waffe in diesem Kampf ist immer die Sprache gewesen, sein Gefechtsfeld die Bühne. Und Tag für Tag stürzt er sich ins Getümmel, bis sie ihn von seiner Waldstadt tragen werden. Womit wir relativ elegant zu Punkt 3, Abgesang und Nachruf, gekommen wären. Um das über den Tag hinaus Bleibende seines Schaffens in knappe Worte zu fassen, haben sich mir 3 Sätze aufgedrängt. Der erste Satz lautet, der Strom der Zeit läuft seinen Weg doch, wie er soll. Und wenn ich meine Hand hineingesteckt habe, so habe ich es getan, weil ich es für meine Pflicht halte. Aber nicht, weil ich meinte, seine Richtung damit zu ändern. Dieser Satz hat in seiner Aussichtslosigkeit eine gewisse Größe. Er wäre also geeignet, durchaus über ihn hinauszuweisen, wenn er gar nicht mehr da ist. Aber, er hat einen Haken, der Satz ist von Bismarck. Ich glaube nicht, dass Hillebrand das im Grab Ruhe lassen würde. Er kann keine Widerworte mehr geben und dann auch noch Bismarck, ich weiß nicht. Außerdem fehlt ein wichtiger Zusatz für ihn, nämlich, ich habe es getan, weil es Spaß gemacht hat, die Mächtigen zu ärgern.
Das ist ja für ihn ganz wichtig. Er hat immer große Freunde dann gehabt. Auch wenn die Mächtigen nur Intendanten waren. Nicht? Er war da nicht wählerisch. Nicht? Das zweite Zitat ist der letzte Satz aus Herbert Wehners Abschiedsrede an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie verzeihen mir meine Leidenschaft. Ich hätte Ihnen die Ihre auch gerne verziehen. Über diesen Satz und seine tiefer liegende Bedeutung sollte man Bücher schreiben, meine Damen und Herren. Er ist allerdings nicht von Herbert Wehner. Herbert Wehner hat gar keine Abschiedsrede im Bundestag gehalten. Dieter Hildebrandt, er hat Wehners nicht gehaltene Abschiedsrede damals geschrieben und es ist eines seiner Meisterstücke. Es gibt Leute, die glauben, das hat Herbert Wehner zum Abschied gesagt, weil es den Kern einer ganzen politischen Epoche getroffen hat, ein Meisterstück. Von daher kann er gegen den Satz gar nichts einzuwenden haben, weil er ist ja von ihm nicht. Mein Favorit allerdings ist für einen Nachruf gerade das dritte Zitat, das hat noch einen zusätzlichen Vorteil, das ist so kurz, dass es sogar auf seinen Grabstein passen würde. Es ist der Satz, er hat im Wesentlichen herumgestochert. Der Satz stammt aus dem Jahr 2003. Bei Hildebrands Abschiedsscheibenwischer leistete sich hier unser Meister eigenhändig einen voluminösen Hänger. Der war beachtlich. Er irrte minutenlang durch den Text. Er kam noch nicht mal in die Nähe des vom Duopartner Jonas flehentlich herbeigesehnten Stichwortes. Und als Hildebrand dann endlich den richtigen, aber zu dem Zeitpunkt schon völlig sinnlos gewordenen Satz gefunden hatte, sagte er ihn und sagte dann gut gelaunt, das war jetzt, glaube ich, ein Riesenhänger, aber ich denke, ich habe im Wesentlichen herumgestochert. Vielleicht wird in 10, 20 Jahren, wenn sich seine Bühnenkarriere dann allmählich dem Ende zuneigt, wird dieser tiefe Eindruck von ihm dauerhaft bleiben. Er hat im Wesentlichen herumgestochert. Ich möchte ihn auf die Bühne bitten zur Preisübergabe.